Tipp ist auf jeden Fall, es wird viel, viel, viel besser, wenn du 16 bist. Und noch besser, wenn du 18 bist. Und immer, immer besser. Ich glaube, ich würde meinem 14-Jährigen ich auch sagen, dass es wichtig ist, dass ich beibehalte, immer viele Sachen in Frage zu stellen, die mir so erzählt werden. Also auch ein bisschen zu nerven, dass es auch gut ist, eine Nervensäge zu sein manchmal, auch wenn alles manchmal scheiße finden. Und ich glaube, was ich auch meinem 14-Jährigen ich sagen würde, ist, dass Jungs gar nicht so wichtig sind. Ne? Dass halt... Ja, dass man zu dem Zeitpunkt irgendwie denkt so, ne, also man beschäftigt sich einfach total viel mit dem anderen Geschlecht oder im eigenen, je nachdem, wie die eigenen Präferenzen sind, aber ich glaube, das ist verrückt, wie viel Zeit man damit verschwendet. Mein Name ist Lisa Jaspers, ich bin Geschäftsführerin und Gründerin von dem Unternehmen Folk Days. Das Allercoolste ist, dass ich komplett nach meinem eigenen Rhythmus arbeiten kann, dass ich alles, was ich mache für mich selbst und für meine Mitarbeiter mache, dass ich keinen Chef habe. Ich glaube, das, was für mich auch der größte Unterschied war, war wirklich die finanzielle Einschränkung. Das heißt, man hat einfach viel weniger Geld zur Verfügung, gerade am Anfang, wenn das Unternehmen klein ist und wächst und man eigentlich viel Geld auch im Unternehmen lassen will, weil man weiß, dass es wichtig ist und man Lager aufbauen will und diese ganzen Dinge. Ich glaube, was der zweite Punkt ist, dass man sehr viel arbeitet und auch sehr flexibel sein muss. Aber das ist auch das Schöne, weil man halt von überall arbeiten kann. Man kann immer arbeiten, wann man will. Ich kann auch irgendwie freitags frei machen, wenn die Sonne scheint und dann irgendwie samstags mein Kram zu Ende bringen. Also so dieses Selbstbestimmte ist manchmal schwierig, weil es keine Grenzen gibt, aber auch gleichzeitig natürlich total schön, weil man die Grenzen selbst stecken kann. Folk Days ist ein Online-Shop und Fair Fashion Label. Das heißt, wir verkaufen Mode-Accessoires, Interior, teilweise auch ausgewählte Kleidungsstücke online. Wir produzieren selbst in unterschiedlichen Entwicklungsländern. Wir reisen selbst vor Ort, suchen die Kunsthandwerker aus, die unsere Sachen herstellen. Alles bei uns ist handgearbeitet. Und genau, und ich würde sagen, so von der Aufstellung ist unser Ziel, dass wir so Fairtrade Fashion einfach ein bisschen jünger und ein bisschen hipper machen, als es vielleicht bei vielen im Kopf ist. Genau, ich bin Geschäftsführerin, aber da wir ein sehr kleines Unternehmen sind noch, gibt es sehr, sehr viele alltägliche Aufgaben, die bei mir landen. Ich bin zum einen diejenige, die reist, die Produzenten aussucht, die Produkte entwickelt, das heißt mit Designern zusammenarbeitet, sich überlegt, was sie haben möchte, immer eine sehr genaue Vorstellung davon hat, was sie haben möchte und habe ganz, ganz viel mit unseren Produzenten einfach zu tun, tagtäglich. Aber gleichzeitig passiert es auch, dass ich zum Beispiel mal zum Flughafen fahren muss, um ein Paket abzuholen, weil das irgendwas schiefgelaufen ist und ich da irgendwie mit dem Zoll rumdiskutieren muss oder ich bin auch im Grunde verantwortlich für den ganzen Prozess, der sozusagen das Sourcing ist. Das heißt, dass die Produkte pünktlich da sind, Qualitätskontrollen. Das heißt, ich bin so ein bisschen bei uns zuständig für das, was wir wirklich verkaufen, würde ich sagen. Und natürlich für die ganzen großen Fragen wie, was wollen wir machen, wofür stehen wir, wo wollen wir hin, was ist Folk Days für ein Unternehmen, was für Kunden wollen wir ansprechen und das alles ist auch noch so meinem Bereich. Ich komme aus der Nähe von Wuppertal, also Rande des Ruhrgebietes. Bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dort Abitur gemacht und bin dann für ein Jahr nach Mexico City gegangen, um sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Habe da auch gelebt, natürlich, und bin dann zurückgekommen und direkt nach Berlin, weil irgendwie damals für mich so ein bisschen die Frage war, entweder Ausland oder Deutschland, und in Deutschland konnte ich mir irgendwie auch nur Berlin so richtig zum Leben vorstellen. Bin dann direkt ins Studium gegangen, habe Politik studiert in Berlin mit einem Schwerpunkt auf Entwicklungspolitik und habe dann noch mit ein paar Auflandsaufenthalten kombiniert, bin dann für ein Masterprogramm nach London gegangen, habe in London einen Master in Entwicklungsökonomie gemacht und eigentlich war schon die ganze Zeit so ein bisschen das Thema, glaube ich, Gründung in meinem Hinterkopf. Ich komme auch aus einer Familie von Unternehmern, das heißt, sowohl meine Großeltern haben Familienunternehmen, als auch meine Eltern haben beide auch nochmal eigene Unternehmen in ihrem Leben gegründet. Mein Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder, der ist lustigerweise hat auch direkt ein Unternehmen nach seinem Studium gegründet. Und von daher war das immer schon so ein bisschen so, okay,
Eigentlich ist es ganz geil, keinen Chef zu haben. Eigentlich ist es ganz geil, wenn einem keiner reinredet. Ich habe dann aber erstmal gedacht, ich muss was lernen, bin zur Oxfam gegangen, einer internationalen Hilfsorganisation, habe da auch gearbeitet, hatte viel Spaß, habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich was anderes noch machen möchte. Bin dann zu einem anderen Unternehmen gegangen, habe da auch noch mal viel gelernt, aber irgendwie war die ganze Zeit so ein bisschen unterschwellig für mich klar, dass Angestellte sein schon okay ist, aber dass ich auch immer mich viel mit meinen Chefs gestritten habe und das war auch immer fein, aber ich hätte das Gefühl, wenn ich das machen könnte, was ich gerne machen will und wie ich denke, ich es machen sollte, dann kann ich halt viel mehr erreichen. Und dann war irgendwie, genau, ich habe so 4,5, 5 Jahre nach meinem Studium gearbeitet und habe dann sozusagen irgendwie auch das Selbstbewusstsein gehabt zu sagen, okay, ich mache das jetzt und habe dann mit Folk Days angefangen und das mache ich heute. Also ich glaube, das genau, was ich mache, da bringt es mir schon relativ viel, dass ich so ein bisschen Vorwissen zum Thema Ökonomie in Entwicklungsländern. Ich habe auch viel zu Handel gemacht. Das heißt, ich kannte mich aus mit Zöllen und solchen Sachen, obwohl das auch nicht so wichtig in meinem alltäglichen Job ist. Aber ich frage mich das manchmal, weil ich habe ja schon erzählt, mein Bruder hat direkt nach dem Studium sein Unternehmen gegründet und war total selbstbewusst und hat gesagt, so, ich mache das direkt so. Und ich habe damals gedacht, ich muss erstmal noch super viel lernen. Ich glaube, ich habe auch viel gelernt, aber vor allen Dingen habe ich halt gelernt, dass ich es eigentlich auch alleine machen kann. Und ich glaube, das hätte ich auch früher entscheiden können für mich. Aber es ist nicht so, dass ich zurückblicke und denke, ich habe da meine Zeit verschwendet. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ich wäre mit Sicherheit jetzt auch nicht so erfahren in vielen Situationen, wenn ich diesen Werdegang nicht gehabt hätte. Aber ich denke schon, dass Frauen, oder ich will das nicht so allgemein sagen, aber ich sehe das bei vielen Freundinnen auch von mir, die jetzt gegründet haben, dass man manchmal zu lange wartet, weil man irgendwie denkt so, ich kann noch nicht alles und ich kenne noch nicht alles und ich muss erst mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Und ich glaube, Männer sind da manchmal einfach ein bisschen selbstbewusster und sagen so, ich mache das jetzt und wenn es nicht läuft, dann mache ich was anderes.